Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Thimbletech und ich habe euch mein Cash-Stuffing mitgebracht. Die Bank war mal gnädig zu mir und hat mir relativ viel kleine Scheine gegeben, da habe ich mich sehr drüber gefreut und wir schauen jetzt mal uns erstmal das Budget für den Dezember an. Wir haben hier den Dezember, bei mir wie immer relativ minimalistisch gehalten. Und ja, haben hier die Sinking Funds 1. Ich habe jetzt hier auch nochmal eingetragen, wann sie fällig sind. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4 Sachen, die im Januar da sein müssen. Bei der Kfz-Steuer weiß ich es nicht genau. Die ist, glaube ich, gerade erst abgebucht worden. Aber Hausrat und Haftpflicht sind drin. Jetzt müssen wir noch den WoW-Account meines Freundes. Ich könnte schwören, einer von mir ist auch fällig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Raidbots, ist das, was wir als nächstes zusammensparen müssen. Dann haben wir unsere Sinking Funds. In Autos sind 50 Euro drin. In Geschenke 78 und da ist schon was rausgegangen. Urlaub haben wir 500 drin. Deko 8, Kleidung 40, Pfand 69, 71 und zusätzliche Einnahmen 56. Genau. Ja, da habe ich eventuell was zusammengeklebt. Reden wir nicht darüber. Dann haben wir hier unsere Woche 1 und da beginnen wir mit dem Cash Stuffing. Und wir geben immer, wie immer, die relativ ähnlichen Summen, weil wir bisher damit gut gefahren sind. 125 Euro in Lebensmittel. Ich gehe mal eben hier ein bisschen luschern. 40 Euro. Oh ne, wir müssen ja erstmal den aktuellen Stand eintragen. Seht ihr, da geht schon wieder los. Unkonzentriert. Wie immer, ne? So, da wollen wir hin. Da. Aktueller Stand bei Lebensmittel ist 0, wie immer. Bei Tanken 71 Euro. So, hier kommen 125 dazu. Hier kommen 40 dazu. Dann bei Restaurant haben wir drin 70. Und 50 kommen dazu. Da geht heute Abend auch schon direkt was raus. Haustier haben wir drin 19, da kommen 7,50 Euro zu, da geht diese oder nächste Woche auch noch was raus. Und Drogerie haben wir drin 13, da geht heute Abend auch was raus. 13, da kommen wie viel zu? 20? Ja, 20. Und den Friseur haben wir drin, glaube ich, 40. Ja, 40 und 10 gehen dazu. Das heißt, wir haben insgesamt 292 Euro. Ist das richtig? Nee, haben wir nicht, weil wir rechnen ja die Lebensmittel raus. Wir rechnen ja die Lebensmittel raus. Das heißt, wir haben 71, können wir auch hier rechnen, 71 plus 70 plus 19 plus 13 plus 40. Wir haben 213 Euro. Noch in den variablen Kosten drin. Ich weiß, man kann die auch leer machen, aber ich mag das so ganz gerne, weil Friseur ist halt einfach nicht jeden Monat und ich könnte es dann auch in die Sinking Funds packen, aber für mich ist das so in Ordnung. Für mich passt das so am besten. So, 252 Euro und 50 kommen oben drauf. Wir haben dann hier 125 drin, 111 in Tanken, 120 in Restaurant, 26,50 Euro in Haustier, 33 Euro in Drogerie und 50 Euro in Friseur. Sind 465,50 Euro zum Ausgeben. Ja, und das stuffen wir. Ich habe hier hinter auch dieses Mal ein bisschen mehr Platz gelassen. Wir rechnen mit 4 Wochen. Wir fangen erst am 4. die Woche an. Und ja, hier steht es auch immer hin. 4. bis 10. 11. bis 17. 18. bis 24. und der 25. bis 31. Lebensmittel habe ich mir diesmal etwas mehr Platz gelassen. Tanken und Restaurant auch, weil wir viel unterwegs sein werden. Haustier, Friseur und Drogerie und Urlaub hat nochmal eine extra Spalte bekommen, weil wir zweimal unterwegs sind. Und hier die ganzen Sparspiele. Es ist eine ganze Menge geworden. Und am Ende mein Taschengeld. Genau. Ja, aber wir stuffen jetzt erstmal ganz entspannt.
nehmen hier einmal alles bis auf den letzten Umschlag raus und schnappen uns Lebensmittel als erstes. Da ist gar nichts drin. Da gehen jetzt 125,50 €, 100, 120, 125 € in Lebensmittel. So, dann tanken. Da haben wir 71 noch drin. Und 40 kommen dazu, sodass wir 111 haben. Und ich tausche natürlich die großen Scheine. 100, 110, 111. Die Fünfer kommen da wieder hin. Wunderbärchen. 111 € in Tanken. So, Restaurant haben wir 70 drin, 50 kommen dazu, 120 haben wir dann drin. Da können wir auch tauschen. 50 kommen dazu und wir wechseln das so. 120 in Restaurant. Dann Haustier. 19 sind drin, 7,50 € dazu, sodass wir auf 26,50 € kommen. 20, 25, 26, 50 und das kommt dahin. Ist immer ganz gut, wenn die kleinen Scheine drin bleiben für die Sparspiele. Dann Droge. Die machen mich nochmal wahnsinnig, diese Tüten, ne? Ich sag's euch. Ist natürlich daneben gelandet. Herzlichen Glückwunsch. So, wieder heile gemacht. Drogerie, 13 sind drin. 33 werden's. Ja, 13 sind drin. Das heißt, die 3 Euro klein lassen wir auch. So, 30. Wunderbar. Und dann kommt noch Friseur. Da sind wir dann gleich bei 50. Und tauschen aus den Challenges mal wieder ein Fuffi. Und 20, 20, 10 gehen dann. Moment. Ich mache das, bevor ich es jetzt falsch mache, mache ich so. Sonst komme ich durcheinander. So, 20, 20, 10 gehen in die Challenges. Und wir tauschen. Wunderbar. So. Damit hätten wir die alle schon mal fertig. So, und 75 € gehen in die Sparspiele. Das ist die Frage, wie klein wir das machen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Ich glaube, so lassen wir das gerade mal. So. Und so, und der Rest geht wieder in Stuffing. So, dann ist das schon mal erledigt und wir können tatsächlich dann auch wieder starten, Geld auszugeben, würde ich sagen. Noch ist gar nichts ausgegeben. Wir haben den 5.12., also 2 Tage dieser Woche, und ich habe bisher außer Geschenke nichts gekauft. Die können, nee, die tragen wir jetzt nicht ein. Machen wir jetzt eiskalt nicht. Und ich habe vor allem noch nichts von meinem Taschengeld gekauft. Aber ich kaufe mir ein neues Sims-Spiel für übermorgen. Ein Add-on. Ja. Geschenk Lotti und Geschenk Mama kommen dazu.
Ich weiß gar nicht, wie viel das insgesamt ist. Ich könnte ja mal eben reinluschern, ne? Oh, seht ihr, Drogerie habe ich doch schon was ausgegeben. Okay, wir schreiben es mal auf. Wir schreiben es einfach mal auf, dann vergesse ich es auch nicht. Geschenke sind 29,99 und 13,99 Euro sind 43,98 Euro. Und dann aus Drogerie. Das war gestern, muss es gewesen sein. 4.12. Amazon. Das ist so für Nagelbeißer so ein Zeug. Ich brauche das nicht, aber ne, wir reden nicht darüber. 18,85 Euro hat das Zeug gekostet, ich sag's euch. Drogerietopf ist wieder leer. Das geht nämlich quasi direkt zurück ins Stuffing, weil das von meinem Konto abgebucht wurde. Ja. Ja, aber ist ja noch genug drin, ist in Drogerie, deswegen macht das alles nichts. Ja, so sieht es erstmal aus und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, wie es dann die Woche läuft. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Thimbletech. Bye-bye.